Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen im Deutschen Museum zu Wissenschaft für jedermann. Mein Name ist Laura Fabietti und für mich ist eine Ehre, heute Abend den Vortrag von Dr. Sandra Kortner einzuführen. Jeder von Ihnen kennt das Gottesteilchen, hat bestimmt schon davon gehört. Heute geht der Vortrag von Dr. Kortner gerade darüber. Das Gottesteilchen der Higgs-Boson wurde vor 10 Jahren am LHC entdeckt. Dr. Kortner ist einer der federführenden Wissenschaftler, die an dieses Thema gearbeitet haben. Sie hat in Zagreb promoviert. Danach haben sie die Leute am Max Planck für Teilchenphysik in München als wissenschaftliche Mitarbeiterin gewinnen können. Schon in 2009 führte ihre unabhängige Forschungsgruppe, der schon damals über die LHC-Physik erforscht hatte. Zwischen 2010 und 2012 hat sie sogar die Forschungsgruppe am LHC binnen des Atlas-Kollaboration, das heißt die gesamte Gruppe, die das Teilchen, das X-Teilchen, in 2012 entdeckt hat, geführt. Deshalb ist wirklich Dr. Kortner die Expertin über das X-Boson, die wir in unserer Exzellenzklasse vom Ursprung des Universums bis zu den ersten Bauteilen des Lebens haben. Es ist eine Ehre, Dr. Kortner hier jetzt auf die Bühne zu rufen. Wir freuen uns auf den Vortrag. Vielen, vielen Dank, Laura, für die tolle Einführung und einen sehr schönen guten Abend, sehr geehrtes Publikum. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein und Ihnen ein paar Einblicke in unsere Forschung eines kleinen, winzigen Bausteins unserer Natur zu geben, das aber, obwohl es klein ist, ziemlich besonders ist, nämlich das Higgs-Teilchen. Wie Laura schon erzählt hat, ist es kaum zu glauben, sind es schon 10 Jahre, dass wir dieses Teilchen entdeckt haben. Und ich möchte Ihnen heute erklären, warum ich immer noch hier stehe und darüber erzähle, obwohl es 10 Jahre schon vorbei sind. Ich fange an mit dem Zeitpunkt der Entdeckung und möchte Ihnen zeigen, wie es damals in Genf, in diesem Seminarraum ausgesehen hat, warum die Physiker hier ausflippen vor Begeisterung. Und glauben Sie mir, das ist wirklich ein sehr emotionaler Moment und unser Alltag sieht eigentlich ganz anders aus. Vielleicht eher so, okay, zugegeben, das ist nicht der Alltag, aber Frust muss auch manchmal raus. Das wäre jetzt der Alltag, also sehr viel Fleißarbeit und ganz viele Besprechungen und manchmal hitzige Diskussionen. Und ich würde gerne heute ein bisschen erklären, wie man aus diesem Alltagszustand in den Begeisterungszustand kommen konnte und warum wir eigentlich immer noch und noch lange mitfiebern werden in diesem Zustand. Aber fangen wir an. Ganz am Anfang, die ganze Geschichte fängt an mit einer ganz einfachen Frage, die viele von uns schon als Kinder stellen. Und zwar, wenn man in den Nachthimmel schaut, fragt man sich oft, was ist denn da um uns herum? Woraus besteht dieses Weltall und wo kommen wir denn her? Und wir suchen die Fragen auf diese Antworten und vielleicht einer der offensichtlichsten Wege, um die Antworten hier zu finden, ist einfach mit den Teleskopen, mit den präzisen Maschinen, die wir vielleicht in Hawaii aufstellen, in das Weltall zu schauen und die Objekte zu beobachten, die in diesem Weltall sind. Zum Beispiel die zu uns näheste Galaxie, die Andromeda-Galaxie, die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Oder vielleicht mit einem stärkeren Teleskop, Hubble-Teleskop im Weltall, können wir noch weiter schauen in die Galaxien, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Und wenn jetzt zum Beispiel
in dieser Andromeda-Galaxie ein Alien zufällig wäre und zu dem Zeitpunkt hier uns beobachten würde, dann würde er das hier sehen. Er würde die Urmenschen beobachten, weil eben das Licht so viele Jahre braucht, 2,5 Millionen Jahre, bis es zu uns kommt. Oder in dem Galaxiehaufen hier, der 2 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, von dort aus würde man vielleicht nur die Einzeller beobachten können. In anderen Worten, andersrum gesehen, wenn wir jetzt auf diese Galaxien schauen, schauen wir in die Vergangenheit. Und so können wir in die Vergangenheit unseres Universums schauen. Einer der ältesten Bilder des Universums ist diese Abbildung der kosmischen Hintergrundstrahlung, die damals fast am Ursprung des Universums entstanden ist. Diese farbigen Punkte hier sind einfach die Temperaturschwankungen in dieser kosmischen Strahlung, die uns verraten, wie damals die Struktur des Universums ausgesehen hat. Natürlich damals vor 13 Milliarden Jahren gab es hier bei uns nichts. Das Sonnensystem hat gar nicht existiert zu dem Zeitpunkt. Das kann man sich auch so vorstellen, durch eine zeitliche Entwicklung des Universums, wenn man sich die Zeitskala hier vorstellt, dann sind wir heute hier und wenn man in die Vergangenheit schaut, dann sieht man die Bildung der Galaxien, der ersten Sterne und so weiter. Und hier ist dieses berühmte Bild der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und dieses Bild entspricht dem Alter von Universum von ungefähr 300.000, 400.000 Jahren. Was war denn davor? Wir haben die Theorie, dass das Universum aus einem Urknall entstanden ist, aber was war zwischen dem Urknall und diesem Bild hier? Wir können leider mit unseren Teleskopen, mit unseren Lichtdetektoren nicht weiter als das schauen, weil das Licht war davor in so einem, das Universum war in so einem heißen Zustand, dass das Licht zwischen den allen anderen Teilchen nicht entkommen konnte. Also kann man nichts mehr sehen. Das ist so wie eine Wand für unsere Lichtdetektoren. Aber wir können schauen, wie die Materie hier drinnen ausgesehen hat, indem wir versuchen zu verstehen, woraus die Materie selbst besteht. Und um das zu machen, braucht man ein bisschen, also nur zu erwähnen, dass diese Teilchen kann man sich wie eine Teilchensuppe vorstellen, wo alles brodelt und kein Licht kommt raus. Und um jetzt diese Materie wirklich zu verstehen, braucht man ein bisschen Zerstörungskraft. Man kennt das vielleicht aus der Kindheit. Je mehr man auf einen Stein hämmert, desto mehr Bestandteile bekommt man daraus. Und dann kann man sich diese Bestandteile auch anschauen. Und gewöhnlicherweise, je mehr Energie, desto mehr Information bekommt man auch, außer in diesem Fall hier, wo vielleicht Information verloren geht. Aber durch dieses Verfahren kennen wir unsere Welt. Wir wissen, dass die Kristalle zum Beispiel aus den Molekülen bestehen, die Molekülen aus Atomen, die Atomen wiederum bestehen aus Atomkernen plus den Elektronen, die drum herum kreisen. Und Atomkerne wiederum bestehen aus kleineren Teilen, aus Protonen und Neutronen, und die Protonen bestehen aus den Quarks. Und das ist mehr oder weniger das Ende. Die Quarks und die Elektronen sind die elementarsten Teilchen, die wir kennen. Wir wissen, wir glauben, dass es nichts klein, dass man diese Teilchen nicht mehr zersplittern kann in kleinere Teile. Was man noch machen kann, ist, wir wissen, dass es auch schwerere Partner von solchen Teilchen gibt. Es gibt noch schwerere Elementarteilchen und diese sind in der jetzigen, heutigen Welt nicht vorhanden, aber die könnten vorhanden sein am Anfang des Universums, wo es noch sehr heiß war und wo man genug Energie hatte, dass diese Teilchen entstehen. Und laut Einstein, wenn wir selber es schaffen, genug Energie zu erzeugen, genug Energiedichte, können wir solche Teilchen auch selber erzeugen. So kann man zum Beispiel, indem man zwei Teilchen aufeinander stoßt mit ganz viel Energie, etwas ganz Neues, ein 8 Kilo schweres Medizinball erzeugen. Das ist im Prinzip, in Grundlage die
die Beschreibung, wie unsere Teilchenbeschleuniger funktionieren. Und durch diese Methodologie konnten wir in den letzten 100 Jahren unsere Teilchenwelt erforschen. Und hier zeige ich in der Zeitskala, wie zu diesen Entdeckungen der Teilchen, wie sich diese Entdeckungen entwickelt haben. Zum Beispiel vor 100 Jahren haben wir zum ersten Mal ein Elektron entdeckt und ein Lichtteilchen. Danach, etwas später, sein schwereres Partner, das Myon. Und dann mit noch stärkeren Maschinen, noch viel mehr Energie, kamen dann die heutigen Quarks zu Vorschein, aber auch die schwereren Partner dieser Quarks. Und am Ende natürlich auch vor 10 Jahren das Higgs-Boson. Das ist jetzt ein Teilchen so, aber man kann es durch ein paar ganz einfache Regeln in so ein Periodensystem dieser Elementarteilchen aufbauen, weil die Teilchen bestimmte Eigenschaften haben und relativ gut zu kategorisieren sind. So wissen wir, die erste Generation der Materieteilchen besteht aus diesen 2 Quarks und diesen 2 Leptonen, also Elektron und seinen neutralen Partner Neutrino. Wir wissen auch, dass es schwerere Partner dieser Teilchen gibt. Wir wissen, dass diese Teilchen miteinander reden müssen und dass diese Wechselwirkung beschreibt diese schöne Theorieformel hier, die man nicht verstehen muss, aber mit so wenig Symbolen kann man unsere Teilchenwelt beschreiben. Und die Teilchen, die fürs Reden zuständig sind, sind diese Kräfteteilchen, die einfach die Kräfte zwischen den anderen Teilchen vermitteln. Und dann gibt es noch das Higgs-Boson, ganz alleine hier in dieser Reihe hier. Und die Frage ist, warum braucht man jetzt dieses Higgs-Boson? Naja, das Problem ist, alle diese Teilchen hier haben eine bestimmte Masse. Zum Beispiel, wenn Elektronen masselos wären, würden sie nicht bei den Atomkernen bleiben. Wir würden keine Atome haben oder die Protonen würden zerfallen. Also unsere Welt würde nicht so existieren, wie wir sie kennen. Also brauchen wir eine Erklärung, warum diese Teilchen Masse haben. Und für diese Erklärung ist dieser 2. Teil der kleinen Formel zuständig. Aber man muss die Formel nicht verstehen, man kann sich das einfach veranschaulichen. Diese 3 Theoretiker hier haben damals vor 60 Jahren gesagt, in unserem Universum gibt es wahrscheinlich ein sogenanntes Higgs-Feld, das das ganze Universum durchdringt. Und ganz einfach, wenn die anderen Teilchen durch dieses Feld gehen, werden sie gebremst und dadurch bekommen sie die Masse. Und das ist eine relativ anschauliche Darstellung, wie die Teilchen zu ihren Massen kommen können. Und die schöne Vorhersage dieses Modells ist, dass es noch ein anderes Teilchen dazu geben sollte, nämlich das Higgs-Teilchen. Damals, vor 60 Jahren oder vor 50 Jahren, haben dann die Theoretiker versucht zu berechnen, wie sollte dieses Teilchen aussehen. Und sie kamen zum Schluss, naja, wir können nicht wirklich sagen, welche Masse es hat. Und dadurch können wir auch die anderen Eigenschaften nicht erklären. Also können wir euch Experimentalphysiker nicht wirklich empfehlen, danach zu suchen. Und das ist der Grund, warum wir dann die Large Hadron Maschine gebaut haben, um eben nach diesem Teilchen zu suchen. Es hat ein bisschen gedauert. Das ist diese Maschine befindet sich in Genf in der Schweiz. Es ist 27 Kilometer langer Beschleunigerring, wo die Protonenstrahlen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen. Und diese Kollisionen werden dann mit verschiedenen Detektoren gemessen. Das ist mein Lieblingsdetektor, für den arbeite ich. Das Ganze befindet sich 100 Meter unter der Erde und wurde nicht von heute auf morgen gebaut, sondern die Entwicklung hat schon mehr als 30 Jahre gedauert und der Detektor hier in der Kaverne wurde innerhalb von 5 Jahren danach, wenn alles bereit war, aufgebaut. Hier sieht man ein bisschen in Zeitraffer, wie das alles funktioniert, mit 3000 Wissenschaftlern aus 40 verschiedenen Ländern im Spiel.
Und wenn das alles fertig war, kamen auch die ersten Protonenkollisionen. Und seitdem untersuchen wir sie. Und zwar, wir bekommen immer um die 40 Millionen Kollisionen pro Sekunde. Und die müssen wir dann alle analysieren. Das sieht dann so aus, man soll sich so eine Kollision als ein Sandkörnchen vorstellen. Und dann füllt man diesen Becken mit den Sandkörnchen. Und innerhalb eines Monats bekommt man das Becken voll. Und dann soll man jetzt hier nach einem Higgs-Teilchen suchen. Das sind ganz viele verschiedene Kollisionen und da soll ein Higgs-Teilchen sein. Und dieses Higgs-Teilchen ist nur das ein einziges Sandkörnchen in diesem Becken. Und daher kommt vielleicht auch der Name des Higgs-Bosons, den man so in Öffentlichkeit immer hört. Also es war ursprünglich gottverdammtes Teilchen, aber dann musste man ein bisschen eleganteren Namen ausdenken. Das hat mit der Religion nicht viel zu tun. So, und jetzt soll dieser Datenanalytiker also suchen nach dem Higgs-Boson. Und das Erste, was er macht, ist natürlich den Theoretiker zu fragen, ja, wonach soll ich suchen, wie sieht es denn aus? Ist das groß, ist das klein? Und der Theoretiker sagt dann, naja, gar nicht, es zerfällt sofort, ihr könnt das gar nicht sehen. Aber ihr könnt nach den Zerfallsprodukten von diesem Teilchen schauen. Also zum Beispiel könnte es in zwei Lichtteilchen zerfallen und dann würdet ihr sowas in eurem Detektor sehen oder in zwei Myonteilchen, dann sieht das eher so aus. Also schauen wir nach solchen Teilchen in unserem Detektor und dann fängt die Sieb- und Sortierarbeit, weil wir müssen jetzt nur nach solchen Teilchen suchen und nicht alle, die so aussehen, sind auch vom Higgs-Boson. Also messen wir jetzt die Masse und zählen, wie viele Sandkörner haben eine bestimmte Masse hier und wie viele sind etwas schwerer. Und das sind dann unsere Daten. Das ist die Anzahl der Sandkörner mit einer bestimmten Masse. Und das vergleichen wir dann mit der Theorievorhersage. Das ist diese blaue Linie hier. Und was wir sehen ist, dass gerade hier bei dieser Masse die Daten nicht wirklich mit der Theorie übereinstimmen und man könnte dann sagen, okay, dann ist vielleicht ein neues Teilchen dabei, das nicht allen anderen entspricht, die wir sowieso erwarten. Und man sieht ja hier schön lila eingemalt, das ist bestimmt ein Higgs-Boson, ja, aber wir sehen es hier auf dem Bild, aber als Experimentalphysiker sehen wir die Farbe nicht. Also könnte es könnte Higgs sein, es könnte aber auch ein Zufall sein. Müssen wir also dann berechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt, dass das von einem Higgs-Teilchen kommt. Hier ist das jetzt das wahre Leben, das ist genau dasselbe Sieb- und Sortierarbeit, aber jetzt mit den Daten. Und wir wissen ja heute, dass das Higgs-Boson bei 125, also bei einer bestimmten Masse ist. Und das ist das Bild, das wir gesehen haben, also die Daten werden immer mehr, je mehr Daten man aufnimmt. Und das ist das, was wir gesehen haben damals vor 10 Jahren. Also eine kleine Anhäufung hier. Ja, ein Laie würde vielleicht sagen, naja, das sieht nicht sehr... wenn man auch noch ein bisschen näher schauen würde, dann würde man vielleicht sogar hier noch einen kleinen Buckel sehen. Also ja, sieht nicht wirklich vielversprechend aus, aber... Gut, und was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das kein Signal ist, sondern nur ein Zufall? Das kann man sich vielleicht vorstellen, indem man schaut, was ist die Wahrscheinlichkeit, um mehrfach hintereinander einen Sechser zu würfeln. Und wenn man sich das anschaut, ein Jahr vor dieser Entdeckung, war die Zufallswahrscheinlichkeit so groß, wie dreimal hintereinander einen Sechser zu würfeln. Also relativ große Zufallswahrscheinlichkeit. Ein Monat später war es noch schlimmer, also das sah wirklich nicht nach einem Signal aus. Dann ein paar Monate weiter, im Dezember 2011, sah es nicht mehr so nach Zufall. Das war 5x6er Würfeln, ist schon, ja, also könnte ein Signal sein. Und manche Theoretiker haben sich schon ziemlich gefreut darauf. Das war quasi ein Weihnachtsgeschenk. Und die Hoffnung war, dass es nicht weggeht, sondern steigt. Allerdings, dann ein paar Monate später war es wieder weg. Und dann kam Juli 2012, wo wir die neuesten Daten analysiert haben.
und eigentlich sogar bevor dem Juli, zwei Wochen vorher, haben ich und mein Kollege, der mit mir die Higgs-Gruppe geleitet hat, die ersten Informationen mit den neuesten Daten bekommen. Und dann haben wir dieses Buckel gesehen und die Zufallswahrscheinlichkeit für diesen Buckel war sehr klein. Allerdings immer noch nicht klein genug, um zu sagen, das ist jetzt da, das ist ein neues Teilchen. Aber dann um 2 Uhr in der Nacht, an demselben Tag, kam die Messung von der anderen Arbeitsgruppe, die sich mit Higgs-Zerfällen in 4 Myonen beschäftigt hat. Und da war auch ein kleines Buckel. War ein bisschen kleiner als dieses, aber wenn man die beiden zusammenzählt, dann bekommt man eine Zufallswahrscheinlichkeit, die einem Sechser in Lotto entspricht. Und das ist unsere Definition von der Entdeckung. Also wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es Zufall ist, in dem Sechser in Lotto entspricht, dann haben wir was entdeckt. Das war jetzt Atlas-Ergebnis, aber wir mussten noch schauen, ob das andere Experiment auch sowas sieht. Das ist auch der Grund. Das ist ein Riesenexperiment. Können wir diesen Daten vertrauen oder haben wir vielleicht einen Fehler gemacht? Also muss das andere Experiment das auch überprüfen und deswegen war unser Ergebnis streng geheim. Durfte keiner erfahren, was wir haben, bevor die anderen auch ihre Arbeit fertig machen. Und deswegen können Sie sich vorstellen, wie dann auf den CERN-Fluren da in Genf rumort hat. Jeder wollte wissen, was los ist. Und ja, das ist auch der Grund, warum die Leute vor dem Tag des Seminars, wo die neuesten Ergebnisse gezeigt werden sollten, vor dem Seminarraum geschlafen haben, um einen Platz dort im Seminarraum zu bekommen. Und dann kam dieser Tag und wir haben gesehen, dass das CMS-Experiment auch die Buckel sieht, und zwar genauso groß wie wir. Und das war der berühmte Moment, wo der damalige CERN-Generaldirektor dann gesagt hat, ich würde sagen, wir haben es. Und die ganze Welt hat mitgefiebert. Okay, vielleicht nicht die ganze Welt, aber die ganze Teilchenwelt, Teilchenphysikwelt schon. Also nicht nur am CERN, sondern auch auf dem anderen Ende der Welt in Australien, wo damals gerade die größte Teilchenphysikkonferenz stattgefunden hat. Und in Amerika, wo manche Leute in Pyjama sogar in die Arbeit gekommen sind, mitten in der Nacht, damit sie nichts verpassen. Also die Nachricht war, wir haben es. Und dann steht man 2 Sekunden da und dann fragt man, aber was genau haben wir? Ja, wir haben was Neues, aber ist das ein Higgs-Boson? Ist das ein Higgs-Teilchen, das wirklich vorhergesagt wurde? Und ein paar Monate später konnten wir eine ganz wichtige Eigenschaft dieses Teilchens messen, nämlich oberflächlich gesagt, ob sich das Teilchen um seine eigene Achse dreht oder nicht. Und wir haben gezeigt, das tut es nicht und das ist das einzige Teilchen im ganzen Standardmodell, das diese Eigenschaft hat. Und dann wussten wir, es ist ein Higgs-Boson. Allerdings, es ist ein Higgs-Boson, aber vielleicht nicht gerade das, das das Standardmodell vorhersagt. Standardmodell denkt, es sind ganz bestimmte Eigenschaften, die dieses Teilchen haben muss. Und wir müssen alle diese Eigenschaften jetzt untersuchen, sonst wissen wir nicht, ob das Standardmodell ist oder ist es was Neues, was wir noch nicht kennen und was eigentlich eine neue Entdeckung sein würde. Und dafür brauchte man viel mehr Daten. Das heißt, das ist einer der Gründe, warum nach 10 Jahren wir immer noch hier stehen und dieses Teilchen untersuchen, weil man ganz, ganz viele Daten braucht, um das Teilchen zu erforschen. So haben wir bis heute um die 9 Millionen Higgs-Bosonen erzeugt und davon 30.000 beobachtet. Hier das blaue Buckel ist das, was wir damals hatten und das rote ist das, was wir heute haben. Und mit diesen Daten, diesen Higgs-Daten, können wir dann viel mehr über das Profil dieses Teilchens erfahren. Was ist also seit den letzten 10 Jahren passiert? Um das zu erklären, braucht man einfach das Teilchen anzuschauen. Und das Problem ist, man kann das nicht so direkt machen, sondern man muss verschiedene Eigenschaften des Teilchens separat untersuchen. Und wenn man es präzise misst, dann bekommt man vielleicht einen Eindruck, es könnte ein Seil sein oder es könnte ein Baum sein.
oder eher ein Ventilator. Aber erst wenn man sich das ganze Bild anschaut, ist es vielleicht ein Higgs-Boson. Und das heißt, man braucht erstmal die Präzisionsarbeit, dass man genau misst, jedes einzelne Teil von diesem Teilchen. Und diese präzise Messung ist etwas, was uns treibt in den letzten 10 Jahren. Es ist sehr wichtig, dass unsere Messung präzise ist, aber auch die Theorievorhersagen, die Vorhersagen des Standardmodells, mit denen wir diese Messung vergleichen. Und hier ist es eine bildliche Darstellung, wie wichtig das ist, die ich unverschämt von einem Theoretikerkollegen aus meinem Institut geklaut habe. Aber es zeigt schön, wie wir damals, wie wir die Vorhersage, die wir vor 15 Jahren hatten, wenn wir sie vergleichen würden mit unserer Messung hier, das ist dieser Datenpunkt, der misst, wie hoch die Produktionsrate von Higgs-Boson ist. Und wenn man die beiden vergleicht, die sind nicht, also die stehen auseinander. Das würde bedeuten, da ist was Neues drin, da ist neue Physik, weil die Messung ist ja anders, als die Theorie vorhersagt. Und um zu verdeutlichen, wie gut diese Vorhersage war, vergleiche ich das mit einem Abbild hier von einem bestimmten Tier. Das ist das, was wir damals für eine Vorhersage hatten. Die Theoretiker haben sehr viel daran gearbeitet und konnten in den Jahren danach etwas präzisere Berechnungen machen, die auch sehr viel Computing zum Beispiel benötigen. Dann sah es halt etwas näher an die Messung, sah jetzt nicht mehr so nach neuer Physik. Dann ein paar Jahre später ging es noch genauer und noch näher an die Messung. Und heute zum Beispiel haben wir ein viel präziseres Bild. Das ist diese Vorhersage hier. Und wenn man sie vergleicht, liegt sie direkt an unserer Messung. Also alles prima mit dem Standardmodell. Und jetzt sind wir wieder dran als Experimentalphysiker, weil dieser Fehlerbalken an den Daten größer ist als der Fehler von der Theorie. Also um jetzt gut zu vergleichen, muss man unsere Messung genauer machen. Und das ist das, was wir heute machen. Wir messen immer präziser und immer präziser. Der nächste Schritt ist, es reicht nicht einfach nur die Produktionsrate von den Higgs-Bosonen zu messen. Man muss ganz viele Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Und das kommt als zweiter Schritt. Also wir messen, wie häufig das Higgs-Boson erzeugt wird und wie häufig es zerfällt. Aber es gibt verschiedene Art und Weise, wie es erzeugt werden kann. Also aus 2 Protonen können 2 Quarks oder Gluonen rauskommen und auf bestimmte Weise ergeben sie dann das Higgs-Boson. Und das Higgs-Boson kann dann auf verschiedene Art und Weisen zerfallen. Und das ist eigentlich das, was wir dann untersuchen wollen. Wir wollen schauen, auf welche Art und Weise das Higgs-Boson mit anderen Teilchen in dieser Produktion und in diesem Zerfall wechselwirkt, wie es an die anderen Teilchen koppelt. Und unsere schöne Standardmodelltheorie sagt uns vorher, dass diese Wechselwirkung, diese Kopplung von dem Higgs-Teilchen an die anderen Teilchen komplett von der Masse abhängig ist. Je größer die Masse, desto mehr spricht das Higgs-Boson mit dem Teilchen. Also die leichten Teilchen, die mag er nicht. Und das ist das, was wir dann messen. Und das ist das neueste Ergebnis, das wir dieses Jahr veröffentlicht haben. Es ist ein kompliziertes Bild, wo ich nicht verlange, dass man es wirklich versteht im Detail. Aber vereinfacht gesagt, zeichnet man hier in Abhängigkeit von der Teilchenmasse, wie stark die Kopplung ist. Und hier sieht man die Kopplung an das Myon-Teilchen, die Kopplung an an die B-Quarks oder an die Kräfteteilchen haben wir alle vermessen und verglichen mit der Vorhersage, die diese Linie ist. Und man sieht, alles ist schön auf der Linie drauf. Was dahinter steckt, ist relativ viel Arbeit, weil man für jede dieser Kopplungen, jede dieser Teilchen bestimmte Zerfallsprodukte im Detektor anschauen kann. Zum Beispiel hier sieht man ein relativ einfaches Kollisionsprodukt, wo man 4 Elektronen erzeugt aus dem Higgs-Boson. Also Higgs-Boson koppelt an die 2
Z-Kräfteteilchen und erzeugt Elektronen. Es gibt aber auch viel kompliziertere Bilder, wo das Higgs-Boson mit den zwei Top-Quarks spricht, aber gleichzeitig auch mit den zwei B-Quarks und die zerfallen dann in andere Teilchen und dann hat man so ein Chaos da und aus diesem Chaos muss man dann was lernen. Und deswegen dauert es, braucht es Zeit, um solche Messungen zu machen. Und am Ende der Geschichte bekommt man dann eine bestimmte Präzision der Kopplungsmessung. Hier sieht man die Präzision, mit denen wir die Wechselwirkung messen konnten damals, vor 10 Jahren. Und man sieht, dass wir heute doppelt so gute Präzision haben, also doppelt besser sind. Und man sieht auch, dass wir in den nächsten Jahren noch ziemlich viele Verbesserungen erwarten. Und zwar läuft seit diesem Jahr wieder unsere Maschine und sammelt die Daten. Und wir wollen noch einige Jahre, noch mindestens 10, 15 Jahre die Daten aufsammeln, um das Higgs-Teilchen weiter zu erforschen. Wir erwarten noch 20 Mal mehr Daten, als wir jetzt haben. Aber die brauchen wir alle, weil wir sonst wirklich nicht präzise genug sind. Und die Frage ist dann, warum muss man es so genau messen? Ich meine, es ist ja alles Standardmodell. Ob es jetzt auf 1% genau ist oder auf 4%, ist ja egal. Ja, heißt das wirklich Ende der Geschichte? Ist das Higgs-Teilchen und das war's dann? Naja, also wir haben bis jetzt das gemessen, aber es könnte sich noch einiges dahinter verstecken. Warum? Weil das Standardmodell nicht ausreicht, um alles zu erklären, was wir heute um uns herum sehen, in unserem Universum. Das beste Beispiel ist die dunkle Materie. Wir wissen, dass unser Universum, der hier mit dieser Flasche hier dargestellt ist, mit Geleebohnen, nur zu 5% von der bekannten sichtbaren Materie besteht, die im Standardmodell beschrieben ist. Das sind diese farbigen Kleckse hier in der Flasche, aber 95% sind dunkle Materie und dunkle Energie. Was ist das? Wissen wir nicht. Wir wissen, es hat Masse, weil wir es durch Gravitationseffekte beobachten. Wir wissen, dass es nicht geladen ist, weil es sonst Licht emittieren würde. Und dass es sehr schwach mit der Rest der Materie wechseln wird, weil wir es noch nicht gesehen haben. Das ist alles, was wir wissen. Und das Schöne ist, die Large Hadron Maschine könnte solche Teilchen, wenn sie wirklich existieren, auch selbst erzeugt haben. Wenn dunkle Materie wirklich neue Teilchen sind, könnten wir sie mit unserem Large Hadron Collider erzeugen. Und das Schöne an der dunklen Materie ist, dass es Masse hat, also könnte es vielleicht auch mit dem Higgs-Boson reden, weil das Higgs-Feld ist ja zuständig für die Masse. Man könnte sich also vorstellen, dass ein Higgs-Boson, das beim LHC erzeugt wird, einfach in zwei dunkle Materie-Teilchen zerfällt und wir suchen doch nach solchen Zerfällen. Das Problem ist, wir können die nicht sehen im Detektor, ja, weil sie so schwach mit dem Rest der Welt reden. Aber wir können zum Beispiel diese zwei Quarks sehen und dann wissen wir, da müsste auch noch was sein und wenn wir es nicht sehen, dann ist es vielleicht dunkle Materie. Durch solche Messungen haben wir bis jetzt gemessen, dass die Wahrscheinlichkeit für solche Zerfälle kleiner als 10% ist. Es ist keine Zahl, wo man irgendwie sofort sagen würde, ah, das ist ja toll. Das stimmt, da geht noch viel weiter, weil im Prinzip, wenn diese Zerfälle selten sind, dann muss man noch viel präziser messen und unterhalb von 10% kommen. Aber schon durch diese Messungen hier haben wir einige Modelle für dunkle Materie ausgeschlossen. Dann gibt es eine andere Sache. Wir sitzen ja alle hier und wir bestehen alle aus Materie. Aber im Prinzip, die Welt in unserem Standardmodell ist symmetrisch. Materie ist gleich Antimaterie. Also warum gibt es uns? Warum gibt es mehr Materie als Antimaterie? Weil irgendeine Symmetrie während des Urknalls oder kurz danach gebrochen worden ist. Und das Higgs-Boson könnte eine Erklärung dafür sein, wenn es nicht Standardmodell Higgs-Boson ist, sondern wenn es andere Kopplungsstärken hat oder vielleicht, wenn es zusätzliche Higgs-Bosonen gibt.
Zum Beispiel gibt es Theorien, die vorhersagen, dass es anstatt eines 5 Higgs-Bosonen gibt. Einige davon sind neutral, einige sind geladen. Und nach solchen Teilchen können wir und müssen wir weitersuchen. Und zuletzt gibt es noch eine ganz wichtige Frage, die uns alle umtreibt, und das ist die Frage nach dem Higgs-Feld. Das Higgs-Teilchen ist ein Byproduct sozusagen von der Higgs-Theorie, aber das, was dem Teilchen die Masse vergibt, gibt, ist das Higgs-Feld. Und wie sieht dieses Higgs-Feld aus? Wissen wir nicht. Um das zu verstehen, da müssten wir wirklich schauen, wie das Higgs-Boson mit sich selber spricht, wie es mit sich selber wechselwirkt. Und dafür müssten wir an unserer Maschine nicht nur ein Higgs-Boson, sondern gleichzeitig zum Beispiel 2 Higgs-Bosonen erzeugen. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, weil solche Prozesse sehr, sehr selten sind und dafür braucht man noch ganz viel mehr Daten. Aber wenn wir das eines Tages dann messen können, dann können wir vielleicht sehen, wie dieses Higgs-Potenzial, dieses eine Teil der Standardmodellformel hier ausschaut. Und wir können dann sagen, ob, wenn dieses Potenzial einfach so eine Parabel ist, das heißt, dass wir in unserem Zustand, in dem wir heute sind, am Ende von diesem kleinen Topf nicht rauskommen, also alles bleibt stabil. Aber wenn er so ein Berg ist, eine Sanddüne, wo man irgendwie über den Berg kommen kann und dann in noch einen anderen, niedrigeren Zustand kommen kann, dann wird vielleicht unser Universum irgendeines Tages nicht mehr stabil sein, in einen metastabilen Zustand kommen und verschwinden. Wer weiß, vielleicht schon in dieser Sekunde verschwinden. Aber über solche Zukunft des Universums könnten wir dann lernen, wenn wir verstehen, wie das Higgs-Feld ausschaut. Und das, was wir heute in dieser als Standardmodellvorhersage haben, ist eigentlich das Einfachste, was man sich ausdenken könnte, wie dieses Higgs-Feld aussehen könnte, aber es geht auch viel komplizierter. Also da könnten noch einige Überraschungen dabei sein. Und das führt mich dann natürlich auch zu der Zukunft. Wir sind noch nicht am Ende der Geschichte und wir brauchen noch viel mehr Daten. Und eigentlich bräuchten wir auch viel stärkere Maschinen, mit denen wir noch viel, viel präziser messen könnten. So könnte man zum Beispiel in der Zukunft einen Beschleuniger bauen, der 2 Elektronen aufeinander schießt mit ganz hoher Energie. Das wäre so ein Beschleuniger in Japan, der 30 Kilometer lang ist, oder am CERN so ein ähnliches Beschleuniger. Oder aber wir könnten so einen 100 Kilometer großen Zirkularbeschleuniger bauen. Das ist ein Vorschlag, das man am CERN verwirklichen könnte. 100 Kilometer im Vergleich zu der jetzigen Maschine mit 27 Kilometern. Das Problem ist allerdings, das sind Riesenprojekte und bedeuten ganz viele Herausforderungen. Das Erste, was als Herausforderung kommt, ist Geld. Wer soll das alles bezahlen? Es wird irgendwie vielleicht 10-mal mehr als LHC-Maschine kosten. Um Geld zu bekommen, braucht man viel mehr Leute, die da beitragen. Also wird es irgendwie eine riesen Arbeitsgemeinschaft sein. Wie soll man das zusammenhalten? Wir brauchen neue Technologien natürlich, weil mit den jetzigen schafft man es nicht so schnell. Und das bedeutet dann auch jahrzehntelange Entwicklungen. Wie kann man unsere Gemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft, so lange an dem Projekt halten? Also noch ganz, ganz viele offene Fragen und deswegen ist auch noch nichts beschlossen natürlich. Aber, und damit möchte ich meinen Vortrag enden, mit diesem Gedanken, das Universum hat noch so viele Geheimnisse. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sandra. Ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Feld, aber das war wirklich erleuchtend und ich habe wirklich den Vortrag genossen. Jetzt kommt die Zeit, wo wir unsere Frage stellen können. Warten Sie, dass das Mikrofon ankommt. Können Sie weiter? Bitte schön. Ganz einfache Frage. Wie ist man auf die 27 Kilometer gekommen? Das hat ein bisschen auch mit Geografie zu tun. Also man wollte natürlich möglichst großen Beschleuniger, aber man muss es auch unterbringen unter den Bergen da, die in Genf und mit der ganzen Infrastruktur. Also das war... aber das war nicht die Entscheidung für die LHC-Maschine, weil dieser Tunnel schon existiert hat für eine vorherige Maschine, die Elektronen aufeinander kollidiert hat. Und wir haben dann einfach uns zunutze gemacht, dass diese Maschine dann abgebaut wird und wir haben unsere Magneten reingetan und es dann für die Protonenkollision benutzt. Da gibt es auch eine Frage. Wie kann man sich den Mechanismus vorstellen, wenn Elementarteilchen durch dieses Higgs-Feld hindurchströmen? Ja, man kann sich vielleicht so ein Honigsirup vorstellen, wenn Sie da durch diesen Honigsirup irgendein Murmel durchfließen lassen, dann sehen Sie, dass es in der Luft viel schneller ist als in einem Honigsirup. Und dadurch, und man stellt sich vor, wenn etwas langsam ist, dann hat es auch mehr Masse. Das ist die Vorstellung vielleicht, die man sieht. Oder es gibt so eine übliche Veranschaulichung, eine Berühmtheit kommt in die Menschenmasse, die sonst irgendwie sich frei bewegt. Aber wenn eine Berühmtheit kommt, dann sammeln sich alle Menschen um diese eine Berühmtheit, um den Peter Higgs. Und dann kommt er nicht mehr weiter, er bekommt schwere Masse, weil das ganze Feld der Menschen um ihn herum ihn verlangsamt. Und noch eine Zusatzfrage, in welchem Zusammenhang steht das Higgs-Boson und das Higgs-Feld? Das Higgs-Boson ist so eine Anregung des Higgs-Feldes. So wie wenn das Higgs-Feld Energie hat, kann er sich als Higgs-Boson verwirklichen. Das ist... so etwas, was man sich vorstellen kann. Okay, weitere Frage? Ich hatte eine. Als du die Kopplung des Higgs-Felds zu den verschiedenen Elementarteilchen gezeigt hast, hast du auch eine Tabelle mit der Vorhersage, was in den nächsten Jahren ermöglicht, von den neuen Daten ermöglicht wird. Und da haben einige Teilchen gefehlt. Ja. So, zum Beispiel der Charm-Quark ist bei der Tabelle nicht dabei. Kannst du uns erklären, warum ja. manche Teilchen dabei sind und manche nicht? Das ist eine schöne Frage. Ja, manche Teilchen sind leichter zu sehen im Detektor als die anderen. Zum Beispiel, vielleicht gehe ich zu diesem Bild hier. Zum Beispiel die B-Quarks. Die sehen so aus, ja, alles, was in diesem blauen Konus drinnen ist, das kommt von den B-Quarks. Und es ist relativ schwierig zu erkennen, ob das ein B-Quark ist oder ein leichtes Quark. Es gibt bestimmte Methoden, mit denen wir solche Teilchen im Detektor rekonstruieren. Aber muss man dann genau messen, was hier im Ursprung der Kollision passiert ist. Man muss genau messen, welche Teilchen da entstanden sind, wie weit sie voneinander und von dem Ursprung hier entfernt sind. Und dadurch kann man erkennen, wo B-Quark ist oder ein leichter Quark. Ein C-Quark ist noch schwieriger vom leichten Quark zu unterscheiden. Und da braucht man dann viel genauere oder bessere Methoden, um das zu machen. Und das ist tatsächlich das, woran wir arbeiten. Wir entwickeln ganz viele Methoden, insbesondere mit maschinellem Lernen, also mit der künstlichen Intelligenz, mit denen wir dann hoffentlich in der Zukunft besser diese Quarks erkennen könnten. Das ist eine Schwierigkeit. Und die andere ist,
C-Quarks sind leichter als die B-Quarks, also spricht das Higgs-Boson nicht so gerne mit denen. Also ist das, dementsprechend braucht man viel mehr Daten, um das heißt, sehen zu können. Du willst uns nichts versprechen, aber ihr arbeitet dran. Ja, wir arbeiten definitiv dran. Okay. Aber es wird schwierig sein mit dem Heil, also mit dieser Heilumi LHC-Maschine. Andere Fragen? Da, bitte. Warum braucht man immer höhere oder größere Teilchenbeschleuniger? Möchte man dann immer eine höhere Geschwindigkeit erzielen, weil man ist ja schon fast an Lichtgeschwindigkeit. Geht es dann noch weiter? Oder? Ja, also man braucht viel Energie. Je mehr Energie man hat, desto schwerere Teilchen kann man erzeugen. Ja? Und wir haben jetzt die Energie von 14 Teraelektronen Volt und mit dieser Energie können wir die Teilchen mit Massen von vielleicht halb so viel Masse erzeugen. Und um noch schwerere Teilchen sehen zu können oder erzeugen zu können, braucht man einfach mehr Energie. Und die haben wir hier mit der jetzigen Maschine nicht. Aber wir wissen auch, dass irgendwie im Moment Standardmodell reicht nicht aus. Also es muss was Neues geben. Und was kann es denn Neues sein? Am einfachsten sich vorzustellen ist, dass da irgendwo bei irgendeiner hohen Energie noch ein neues Teilchen ist. Da gibt es eine Frage. Sie haben ja erzählt, dass verschiedene Higgs-Teilchen möglich sein könnten. Und ich wollte fragen, ob sich die dann auch so verhalten wie beim Teilchenzoo, so mäßig, dass es dann noch ein Anti-Higgs-Teilchen so vermutet wird, oder ist das noch ganz unklar? Ja, also es gibt verschiedene, ganz, ganz viele verschiedene Theoriemodelle, die das vorhersagen, zum Beispiel bei diesem Modell, wo man 5 Higgs-Bosonen hat, ist eine positiv geladen, eine negativ, also könnte man sie auch so wie Teilchen und Antiteilchen verstehen vielleicht. Und zusätzliche Bosonen, die alle neutral geladen sind, aber trotzdem andere Eigenschaften haben mit ihren Drehimpuls oder anderen Quantenzahlen. Also. Und dann gibt es ganz viele Modelle, die nicht nur 5, sondern 7 oder 10 Higgs-Teilchen vorhersagen. Und die sind dann noch schwieriger zu erforschen natürlich, weil je mehr Teilchen da drinnen in dem Modell sind, desto mehr freie Parameter dieses Modell hat. Und dann muss man überall suchen. Je mehr Parameter, desto mehr muss man irgendwie um sich herumschauen, um etwas zu finden. Andere Fragen? Da oben? Bitte schön, da oben. Ja, ich hätte eine Frage. Wie sieht es mit Ideen aus, jenseits von Linearbeschleuniger oder einem größeren Kreisbeschleuniger? Gibt es neue Ideen, mit Licht die Teilchen zu beschleunigen oder um halt vielleicht einen neuen Ansatz zu verfolgen, jenseits dieser riesigen neuen Maschinen? Ja, es gibt, also der einfachste Weg ist jetzt neue Magnete zu bauen, die stärker sind, so wie jetzt, aber das ist quasi der konventionelle Ansatz. Aber es gibt natürlich auch andere Projekte, die schauen, ob man zum Beispiel Myonen aufeinander kollidieren könnte, aber die muss man wirklich zusammenhalten, dann, damit sie dicht genug sind. Oder dass man verschiedene andere Technologien benutzt für die Beschleunigung, die nicht so von den Magneten abhängig sind wie Plasmabeschleunigung. Aber solche Technologien sind in noch früherer Babyphase der Entwicklung. Also die würden noch viel länger wahrscheinlich dauern, als so einen konventionellen Beschleuniger zu bauen. Aber es kann sein, dass der Durchbruch dann bald kommt und dann reden wir ganz anders. Hoffen wir auch. Ja. Noch Frage? Da? Sehr schön. Eine Frage zu dem Higgsfeld. Ist das eine Eigenschaft der Materie oder entsteht das Higgsfeld erst, wenn man die Teilchen zusammenschießen lässt? Das Higgsfeld ist hier, ist um uns herum. Ist Eigenschaft der Materie? Ja. Es ist einfach Eigenschaft des Universums. Es ist um uns alle herum, es existiert. Es muss nicht erzeugt werden. Sehr gut. Noch weiteren Fragen? Mich interessiert mal der Detektor. Ich meine, es ist ja auch eine Frage der zeitlichen Auflösung.
Das eine ist die Energie, das andere ist der Detektor. Wo stehen wir denn da heute? Was ist da noch zu erwarten? Ja, mit dem Detektor, natürlich braucht man auch weitere, entwickeln wir weiter die Technologien, um noch bessere zeitliche Auflösung, zum Beispiel von diesen Jet-Zerfällen. Also wir messen zum Beispiel die räumliche Verteilung dieser Zerfallsprodukte, aber wir könnten auch messen, wie sie mit der Zeit durch den Detektor fliegen. Das ist auch etwas, was man irgendwie in der Zukunft einbauen wird. Also es gibt natürlich immerhin weitere Technologieentwicklungen auch für die Detektoren. Aber ich denke, auch für die zukünftigen Beschleuniger ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie schnell und wie gut man einen Beschleuniger bauen kann. Und man kann sich bei den Detektortechnologien viel mehr verlassen auf die Technologien, die wir schon heute haben. So, die letzte, beste Frage stelle ich die dann. So, ich bin neugierig. Für die Zukunft, welche wäre deine Lieblingslösung für den Beschleuniger der Zukunft? Was hättest du gerne in 20 oder 30 Jahren? Ja, ich träume vom Future Hadron Collider, also diesem Kreisbeschleuniger, den ich am Ende gezeigt habe. Ich weiß nicht, ob ich träumen darf und ob ich politisch dann korrekt bin, aber das ist die Maschine, die das Potenzial hat, wieder Protonen aufeinander zu schießen. Also man würde anfangen mit den Elektronen und durch diese Elektronenkollision würde man dann das Higgs-Boson perfekt erforschen können. Aber danach kämen die Protonen mit noch viel mehr Energie und das würde noch das Potenzial, um neue Teilchen wirklich direkt zu erzeugen, wahnsinnig erhöhen. Also wir würden dann Faktor 10 in dem Massenbereich hochgehen und da öffnet sich dann ganz neues Physikpotenzial, das wir sonst überhaupt nicht erreichen können. Dann vielen Dank, Sandra. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich einfach dich und die Gäste hier und natürlich die Gäste, die online sind, darauf aufmerksam machen, dass am 23. November einen schönen neuen Vortrag in dieser Serie Wissenschaft für jedermann hier stattfinden wird. Da wird Professor Armanini über die unkonventionellen kleinen Flugzeuge für den Himmel von morgen reden. Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen. Sonst bedanke ich mich bei Sandra und bei Ihnen. Und bis nächstes Mal.